Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße Sie zu einem weiteren digitalen Angebot der Gesellschaft für Frankfurter Geschichte. Ich bin Franziska Kiermaier. Wir veranstalten regelmäßig Vortragsreihen, die sich immer einer bestimmten Thematik widmen. Unsere aktuelle Reihe trägt die Überschrift Kulturgüter, Provenienzen und Restitution aus Frankfurter Museen, Sammlungen und Haushalten. In insgesamt 10 Vorträgen steht die Herkunft von Kulturgütern und Kunstwerken im Mittelpunkt, die heute zu den hiesigen Museums- und Bibliotheksbeständen gehören. Es geht um ihre Herkunft, eine Herkunft, die Fragen aufwirft nach der Rechtmäßigkeit des Eigentums, der Besitzerwechsel und möglicher Restitutionsansprüche. Der Fokus richtet sich dabei nicht nur auf den Zeitraum zwischen den beiden Marken 33 und 45, sondern er nimmt auch Erwerbungs- und Verlustgeschichten davor und danach in den Blick. Heute haben wir den Kunsthistoriker Dr. Christoph Andreas eingeladen. Er ist Inhaber der 1824 gegründeten Frankfurter Kunsthandlung J.P. Schneider. Eine Institution weit über die Grenzen des Frankfurter Kulturlebens hinaus. Ich freue mich sehr, dass er hier ist und ich danke ihm, dass er sich für diesen Vortrag bereit erklärt hat und auch für dieses digitale Format. Christoph Andreas ist im guten Sinne kein Leiser. Er bereichert das komplexe Thema der NS-Raubkunst mit engagierten und kritischen Wortmeldungen zu den Herausforderungen, die Provenienzforschung und Restitution für den Kunsthandel bedeuten. Dabei arbeitet er außerordentlich eng mit den Provenienzforschern und Forscherinnen zusammen. Heute spricht er über einen Frankfurter Restitutionsfall, nämlich den von drei Hans-Thoma-Gemälden, die einst den Gartensaal der Villa Gerlach im Frankfurter Westend schmückten und heute dem Historischen Museum gehören. Über den Chat können Sie Fragen an Christoph Andreas richten, die er im Anschluss an seinen Vortrag beantworten wird. Ich wünsche Ihnen jetzt einen spannenden Vortrag. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Frau Kiermaier, herzlichen Dank für Ihre freundlichen, einladenden Worte. Es ist ja nicht unbedingt selbstverständlich, zu einem Restitutionsfall von NS-Raubkunst ausgerechnet einen Kunsthändler einzuladen. Steht unsere Branche doch spätestens seit dem Fall Gurlitt unter besonderer Beobachtung, wenn nicht sogar unter Generalverdacht. Das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste, was ja in diesen Fragen eine gewisse Deutungshoheit beansprucht, hat uns jedenfalls vor einiger Zeit in einer Austauschrunde mit Vertretern unserer Verbände mit den freundlichen Worten begrüßt, der deutsche Kunst- und Auktionshandel waren die großen Profiteure der NS-Rassepolitik. Sie sehen, es ist also ganz einfach. Nun bin ich der Meinung, dass eine solche Verallgemeinerung uns nicht weiterhilft. Hinter jedem Restitutionsfall steht zweifelsohne ein Einzelschicksal. Natürlich hat es solche Profiteure gegeben. Wir haben hier in der Vergangenheit in einer Vortragsreihe die Rolle zweier Frankfurter Auktionatoren erlebt, die sich gerade darum gerissen haben, vom Staat aus jüdischem Besitz beschlagnahmte Kulturgüter vermarkten zu dürfen. Allerdings haben wir heute einen Fall, wo sich zwei jüdische Kunsthandlungen aus meiner Sicht und das noch im September und Oktober 1938 ausgesprochen anständig verhalten haben gegenüber der jüdischen Kunstsammlerin Hedwig Ullmann. Der Fall ist auch deswegen von einer gewissen Interesse, weil hier die wesentlichen Akten und Dokumente dieser Sammlung erhalten geblieben sind.
Das ist in der Provenienzforschung eher selten. Dazu sind die meisten dieser Akten noch im Besitz der Nachkommen der Familie Ullmann und diese waren so großzügig, diese Daten auch der Forschung zur Verfügung zu stellen. Auch das ist äußerst selten. Zu verdanken ist die Aufarbeitung dieser Forschung in erster Linie der damaligen Provenienzforscherin Maike Brücken vom Historischen Museum. Ich habe zwar den Fall von Anfang bis zum Ende begleitet und auch den einen oder anderen Beitrag zur Lösung des Falles beigetragen, aber eigentlich müsste Frau Brücken hier heute diesen Vortrag halten. Ich erkläre das ausdrücklich, weil ich mich auf keinen Fall hier mit fremden Federn schmücken will. Worum geht es? Der Frankfurter Kaufmann Alexander Gerlach ließ sich Anfang der 70er Jahre in der Giulitzstraße 34 eine sogenannte Gründerzeitvilla bauen. Diese Villa hatte damals auch einen Gartensaal und Alexander Gerlach war durchaus kunstaffin und bekannt mit dem ursprünglich aus dem Schwarzwald kommenden Maler Hans Thoma, der damals noch in München lebte. Er beauftragte ihn, diese Villa auszumalen. Im Jahr 1874 entstehen insgesamt 7 meist großformatige Wandbilder in Öl auf Putz gemalt. Zunächst 4 Jahreszeitenbilder, eine Frühlingslandschaft mit dem Blick auf den Main, mit pflügenden und sehenden Bauern, das mit Abstand größte Bild mit den Maßen von fast 2 auf 3 Meter, gefolgt von einer Sommerlandschaft, wahrscheinlich ein Blick in den Vordertaunus mit Bach und Brücke über das Bauernkinderlaufen, danach eine Quelle bei Bernau im Schwarzwald. Hier gibt es nur ein sehr schlechtes Schwarz-Weiß-Foto aus dem Werkverzeichnis von Henrik Tode. Und als letztes unter diesen 4 Jahreszeitenbildern eine Winterlandschaft, ein Schwarzwaldhaus im Abendschein und Schnee. Es folgte eine weitere Sommerlandschaft, zu der es außer Maßen und Beschreibungen keinerlei Fotos gibt. Und dann als Supraporte über der Eingangstür die Darstellung eines Saturn, umflogen von 4 Engelsche, wie die Frankfurter sahen, die die 4 Jahreszeiten dokumentieren. Und als letztes Bild ein Frühlingsreigen, Kinder in Schwarzwaldtracht, tanzend, im Hintergrund die verschneiten Berge des Hochschwarzwalds. Alexander Gerlach verkauft das Haus um 1900 an die Familie Albert und Hedwig Ullmann. Albert Ullmann war damals Direktor der Farben- und Chemieunternehmens Casella. Die damaligen Besitzer des Unternehmens, die Familie Arthur von Weinberg und Ganz, hatten jüdische Wurzeln, genauso wie die Ullmanns. Und die Ullmanns waren wie die von Weinbergs und Ganz auch große Kunstsammler. Und alle drei waren auch Kunden unserer Kunsthandlung teilweise über Jahrzehnte hinweg. Wie eng damals die Beziehung gerade zwischen unserer Kunsthandlung und unseren jüdischen Sammlern war, zeigt Folgendes. Als mein Urgroßvater 1892 das Haus am Rossmarkt 23 von der Hugenottenfamilie de Neuville kaufte, lieh er sich das Geld nicht etwa bei der Bank, sondern bei seinem Kunden Leo Ganz. Ich bin ganz sicher, dass ein Teil der Schulden auch in Naturalien, sprich Kunstwerken, zurückbezahlt wurde. Wie gesagt, auch die Ullmanns waren unsere Kunden. Wir verkauften an sie 1907 ein Stillleben von Vincent van Gogh, was sich heute in Denver in Amerika im Museumsbesitz befindet. Und umgekehrt kauften wir unter anderem auch von Hedwig Ullmann während der Weltwirtschaftskrise ein bedeutendes Gemälde von Giovanni Segantini. Dieses Bild ist heute im Museum in St. Moritz ausgestellt. Aber die Ullmanns sammelten nicht nur Gemälde,
sondern sie hatten auch eine bedeutende Sammlung an gotischen Skulpturen, Kunstgewerbe und Silber. Und die Ullmanns betätigten sich auch als Mäzene für das Liebighaus und das Kunstgewerbemuseum. Dazu war Albert Ullmann auch Mitglied und im Jahr vor seinem Tod Vorsitzender der Historisch-Archäologischen Gesellschaft. Ausgerechnet der Gesellschaft, an die wir 1957 eines der Wandbilder wieder verkauft haben. So schließt sich manchmal ungewollt der Kreis. Irgendwann, der genaue Zeitpunkt war bis zum Beginn der Forschung unbekannt, wurden die Wandbilder von der Wand genommen. Hedwig Ullmann beauftragt dazu den damaligen Restaurator des Städels, Leonardo Guaida. In einer restauratorischen Meisterleistung hat er die Bilder von der Vorderseite geschützt, vom Gipsputz abgeschlagen und die Bilder auf der Rückseite mit schweren Holztafeln stabilisiert. Aus Wandbildern wurden schwere Tafelbilder. Den Frühling, den wir 1983 bei uns in einer Thoma-Ausstellung ausgestellt haben, haben wir mit Seilen und zu viert in unseren Laden geschleppt. Das Bild dürfte rund 120 Kilo wiegen. 1954 tauchen die Bilder wieder auf dem Kunstmarkt auf, und zwar in der Nachlassauktion der Galerie Zinkgraf, ehemals Heinemann in München. Wir kauften damals den Sommer, den wir 3 Jahre später an die Historisch-Archäologische Gesellschaft verkauften, und den Frühling, den wir an die Deutsche Bank verkauften. Ältere von Ihnen hier aus Frankfurt erinnern sich vielleicht noch an den Konzertsaal der Deutschen Bank in der Junghofstraße. Das Bild hing dort über Jahrzehnte im Treppenaufgang. 2011 meldete sich bei uns eine große amerikanische Anwaltskanzlei, die sich auf Restitutionsfragen spezialisiert hatte, und fragte uns nach dem Verbleib der Bilder und stellte für die Erben der Familie Ullmann Restitutionsansprüche. Dass man sich an uns wendete, hatte 2 Gründe. Einmal waren wir Thomas Kunsthändler. Thomas war kurz nach dem Ausmalen der Villa nach Frankfurt gezogen und mein Urgroßvater wurde sein Händler. Und der 2. Grund war wahrscheinlich, dass wir eins der Bilder, nämlich den Frühling, in unserer Thoma-Ausstellung im Katalog publiziert hatten, übrigens mit der Provenienz Ullmann. Da auch der Zeitpunkt der Anfrage war kein Zufall. Im Jahr davor, 2010, wurden die Geschäftsakten der Galerie Heinemann als erste Kunsthandelsdatenbank online gestellt. Eine sehr wichtige Quelle für die Provenienzforschung, aber eben auch für Anwälte, die auf die Art und Weise Ansprüche für die Anspruchsteller geltend machen können. Da Hedwig Ullmann zu Lebzeiten auf die Bilder nie Ansprüche gestellt hat, gehe ich davon aus, dass die Anwaltskanzlei von sich aus auf Erbensuche gegangen ist. Diese amerikanischen Anwälte haben die Möglichkeit, erfolgsabhängig zu arbeiten. Das heißt, gelingt die Restitution nicht, so entsteht den Anspruchstellern kein Schaden. Gelingt sie, wird anschließend das Ergebnis, bisweilen der Verkaufserlös, zwischen den Anspruchstellern und den Anwälten geteilt. Die Historisch-Archäologische Gesellschaft als Förderverein des Historischen Museums fühlte sich natürlich an die Washingtoner Vereinbarung verpflichtet und beauftragte die Provenienzforscherin Maike Brücken, zu den Objekten zu forschen. Man war daran interessiert, das Bild eventuell für Frankfurt zu erhalten. Die Deutsche Bank hat ihr Bild sofort restituiert und in München bei der Kunstspedition Hasenkampf aus Lager zur Abholung bereitgestellt. Zum einen trennt sich die Bank ohnehin von ihren Altbeständen, zum anderen kann sich eine internationale
Bankhaus keinen Zeitungsartikel erlauben. Deutsche Bank gibt NS-Raubkunst nicht zurück. Es begann nun eine längere Forschung von Frau Brüggen und man tat von Seiten des Historischen Museums bis zuweilen der Historischen Gesellschaft etwas sehr Kluges. Man stellte über die Anwälte den Kontakt zu den Erben von Hedwig Ullmann her. Ein Großneffe wurde nach Frankfurt aus Australien eingeladen. Er kam und sah den Sommer wieder, den er eben noch aus der Gartenvilla als Jugendlicher kannte. Und Herr Ullin, die Familie heißt heute so, tat nun etwas sehr Nobles und sehr Versöhnliches. Sie luden die Provenienzforscherin Maike Brüggen zweimal für mehrere Wochen nach Melbourne in ihr Haus ein. Und sie bekam dort Zugang zur Familienchronik und den noch vorhandenen Dokumenten einer ehemals bedeutenden jüdischen Kunstsammlung. Ich will nun auch aufgrund der Kürze der Zeit hier drei Aspekte kurz anschneiden, die sich ausdrücklich nicht auf die Forschung von Frau Brüggen in Australien beziehen. Sie hat gerade ihre Dissertation über die Sammlung selbst abgegeben. Erstens, wie hat der Staat reagiert auf die Abnahme und auf den Verkauf der Bilder? Zweitens, welche Ansprüche hat Hedwig Ullmann nach dem Krieg im Rahmen der Wiedergutmachungsverfahren in Wiesbaden bestellt? Und drittens, wie hat sich die Galerie Heinemann beim Ankauf verhalten? Zum ersten Punkt. Der damalige Direktor der Städtischen Galerie, Alfred Wolters, bekam vermutlich durch seinen Restaurator Winterfon, dass die Bilder abgenommen werden sollten und verkauft werden sollten. Er versuchte das in letzter Sekunde zu verhindern, indem er an den Landeskonservator Hessen-Nassau einen Brief schrieb und diesen bat, die Villa unter Denkmalschutz zu stellen. Dies misslang aufgrund langer bürokratischer Wege. Die Bilder waren schon abgenommen. Interessant ist aber die Reaktion von Herrn von Grote in einem Brief an Herrn Wolters vom 9.12.1938. Er schlug Wolters vor, die Bilder doch unter national wertvolles Kulturgut zu stellen, um so zu verhindern, dass die Bilder ins Ausland abwandern können. Dies war damals ein probates Mittel, gerade für jüdische Kunstsammlungen. Und die Museen konnten sich hier recht günstig solche Kunstsammlungen zukommen lassen. Wolters spielt hier durchaus eine bedeutende Rolle, zum Beispiel bei der Sammlung Arthur von Weinbergs und Goldschmidt-Rothschild. Hier gab es nach dem Krieg bei beiden Sammlungen schon 1946 Restitutionsverfahren. Aber von Grote ging noch einen Schritt weiter. Er schrieb, ich zitiere, es entzieht sich meiner Kenntnis, ob die emigrierte Frau Ullmann etwa schon Ausländerin geworden ist. Sollte sie noch Inländerin sein, so wird sie ja auch von der jüdischen Vermögensabgabe mit betroffen werden und es bestände vielleicht die Möglichkeit, auf diesem Weg überhaupt kostenlos zu den Bildern zu gelangen, wenn das Reich diese Bilder als Vermögenswert anrechnet und dann der Stadt Frankfurt überlässt. Nett. So viel zur Rolle des Staates als Profiteur. Wie hat sich nun Hedwig Ullmann nach dem Krieg verhalten? Sie hat direkt nach dem Krieg in Wiesbaden Wiedergutmachungsansprüche gestellt für Reichsfluchtsteuer, Judenvermögensabgabe und für die Sperrung ihrer Konten, auf die wahrscheinlich auch der Erlös der Wandbilder geflossen ist. Die einzigen Kunstgegenstände, für die sie Entschädigung haben wollte, waren 12 gotische Holzskulpturen, die sie der Galerie Wilhelm Henrich in Kommission zum Verkauf gegeben hatte und die dort in einem Brand vor dem Krieg 1938 zerstört wurden. Das ist absolut nachvollziehbar. Auf die Wandbilder oder andere Objekte, die sie eventuell verkauft hat, hat sie nie, zeitlebens, nie Ansprüche gestellt.
Die Wandbilder waren noch da, sie hätte sie jederzeit zurückverlangen, bis zuweilen zurückerwerben können. Tat das aber nicht. Dies ist nicht untypisch für die betroffene Generation. Wir haben das häufiger selbst erlebt, dass nach dem Krieg jüdische Sammler, denen wir auch etwas verkauft haben, uns fragten nach dem Wert der Objekte, aber die Ansprüche alleine an den Verursacher, nämlich den Staat, gestellt haben, aber nicht an uns Händler, die wir ihnen die Objekte verkauft haben. Hinzu kommt bei den Objekten, dass, naja, als drittes, wie hat sich die Galerie Heinemann verhalten? Die Galerie Heinemann hat die Objekte damals angekauft, und zwar insgesamt für 35.000 Reichsmark. Der Ankauf war unterteilt in zwei Hälften. Das ist wahrscheinlich auf dem Foto relativ schlecht zu erkennen, weil ursprünglich geplant war, dass die Galerie Paffrath aus Düsseldorf sich zur Hälfte an dem Ankauf beteiligen sollte. Die Galerie Paffrath und Heinemann haben in den 30er Jahren häufiger solche gemeinsamen Geschäfte gemacht. Dies kam aber in diesem Fall nicht mehr zustande. Ich vermute auch deswegen, weil bereits schon während der Ankaufsphase das Arisierungsverfahren gegen die Galerie Heinemann lief. Nun haben wir immer das Problem, haben wir als Kunsthändler damals einen marktgerechten Preis bezahlt. Ich kann mich erinnern, im letzten Jahr bei der Restitution der Justitia von Spitzweg aus Staatsbesitz, die auch von der Galerie Heinemann angekauft wurde, dass eine Redakteurin einer großen Tageszeitung schrieb, die Galerie Heinemann hätte schon deswegen keinen marktgerechten Preis bezahlt, weil sie anschließend das Bild mit einem durchaus moderaten Gewinn weiterverkauft hat. Nach Statistischem Bundesamt entsprach der Geldwert einer Reichsmark 1938 etwa 4 Euro. Also in Euro umgerechnet hat die Galerie Heinemann an Frau Ullmann etwa 140.000 Euro bezahlt. Nun kann man diesen rein fiktiven Umtauschkurs durchaus kritisch sehen. Wenn Sie aber bedenken, dass beim Wiederverkauf der Bilder 1954 alle Wandbilder gemeinsam gerade mal 36.100 D-Mark erzielt haben, so kann man wohl davon ausgehen, dass die Galerie Heinemann hier einen veritablen Verlust gemacht hat. Wie geht es weiter? Das Historische Museum war daran interessiert, das Objekt zu behalten. Die Deutsche Bank hatte ihr Bild zur Abholung bereitgestellt. Ich hatte nun den beteiligten Parteien vorgeschlagen, doch beide Bilder für das Historische Museum anzukaufen. Schließlich gehörte der Frühling und der Sommer schon thematisch zusammen und die Bilder waren ja auch ursprünglich mal für Frankfurt gedacht worden. Interessanterweise stimmten dieser Idee die Erben zu. Die Anwälte baten mich um eine Einschätzung beider Bilder. Was ich in diesem Fall abgelehnt habe, war, ich mich da befangen fühlte. Es wurde ein neutrales Gutachten von Anja Döbritz vom Auktionshaus Döbritz beantragt, das so großzügig ausfiel, dass die Erben diesem Vorschlag ohne Nachverhandlungen zugestimmt haben. Und nun ging es darum, wer bezahlt. Die Historisch-Archäologische Gesellschaft hatte das Geld nicht und hätte erst jahrelang sammeln müssen. Und die Stadt Frankfurt als Träger des Historischen Museums wollte auch nicht bezahlen. Nachdem sich die Erben aber so kooperativ gezeigt hatten, wollte ich nicht, dass das Abkommen noch in letzter Sekunde platzt oder die Erben noch über Jahre auf ihr Geld hätten warten müssen. Und so entschloss sich unsere Familie, der Historisch-Archäologischen Gesellschaft eine Spende zu machen, aus der die beiden Wandbilder angekauft werden konnten. Die Sache hat noch ein Nachspiel. Im Rahmen der Provenienzforschung der privaten Sammlung August Oetker
waren der Frühlingsreigen aufgetaucht. Diese private Sammlung betreibt sehr sorgfältig Provenienzforschung und restituiert auch. Und hier, auch hier schlug ich vor, dass dieses Bild doch an das Historische Museum verkauft wird, auch mit dem Hintergedanken, dass vielleicht noch weitere Bilder auftauchen könnten. Auch hier baten mich die Anwälte um eine Einschätzung, was ich in diesem Fall gerne getan habe. Und auch hier gelang es dem Förderverein des Historischen Museums, das Bild anzukaufen, sodass nun 3 der 7 Wandbilder wieder in Frankfurt sind und es auch schön wäre, wenn die Bilder nun auch mal wieder gemeinsam zu sehen wären. Eins habe ich noch vergessen, auch zu dem Ankauf von unserer Firma anlässlich der Nachlassauktion Heinrich Zinkhaff hat Frau Brüggen ein Dokument gefunden. Es zeigt den Auktionator Roman Ketterer hinter dem Auktionatorenpult, rechts daneben mein Vater und im Hintergrund den Thoma, den er an dem Tag kaufte. Wenn Sie genau hinsehen, sehen Sie Zigarettenpause im Auktionssaal. Das hatte damals Folgen. Die Bayern nahmen es mit dem Raucherschutz schon in den 50er Jahren sehr ernst. Es wurde das Ordnungsamt gerufen und die Auktion sollte abgebrochen werden. Roman Ketterer erklärte den Ordnungshütern, er hätte das Rauchen explizit im Auktionssaal verboten und hätte auch von seinem Auktionspult niemanden rauchen gesehen. Wie Sie anhand des Fotos sehen, stimmt das nicht so ganz. Trau eben keinem Kunsthändler oder Auktionator. Herzlichen Dank. Vielen Dank für Ihren Vortrag, lieber Andreas. Es gibt jetzt im Chat keine Fragen, aber ich habe eine Frage. Seit wann betreibt Ihre Kunsthandlung Provenienzforschung? Ist es was sehr Aktuelles oder machen Sie das schon über längere Zeit? Ich wiederhole hier die Frage. Frau Kiermaier fragte mich, wie lange wir bereits Provenienzforschung betreiben. Wenn man es genau nimmt, der Kunsthandel betreibt eigentlich immer Provenienzforschung, weil er immer daran interessiert ist, zu wissen, wo kommen die Objekte her. Bei NS Raubkunst betreiben wir seit 1945 Provenienzforschung. Wir waren nämlich schon während der amerikanischen Besatzungszeit dazu verpflichtet, bei jedem Objekt, was wir verkauften, eine lückenlose Provenienz zwischen 1933 und 1945 nachzuweisen, zumindest ab einem gewissen Geldwert. Dazu waren wir natürlich auch im Rahmen der Wiedergutmachungsverfahren oft von den Behörden angesprochen worden zu einzelnen jüdischen Kunstsammlungen, aber eben auch wurden wir angesprochen von den Kunstsammlern selbst, die an uns etwas verkauft haben. Dazu kommt, dass wir nun seit 3 Jahren im Rahmen des neuen Kulturgutschutzgesetzes als einzige gesetzlich verpflichtet sind, jeden wirtschaftlichen Aufwand bei Raubkunstverdacht und Raubkunstvermutung zu leisten, mit ausdrücklichem Hinweis auf die Washingtoner Prinzipien. Nun beziehen sich die aber in erster Linie auf die Aufarbeitung der in öffentliche Sammlungen gegangenen Objekte, die einer gütlichen Einigung zugefügt werden sollen. Interessanterweise sind aber die Museen und die öffentlichen Sammlungen nach wie vor von einer gesetzlichen Verpflichtung ausgenommen, was dazu führt, dass auch heute noch erst ein Teil der Museen überhaupt mit der Provenienzforschung begonnen hat. Sind die Bilder im Museum, im Historischen Museum aktuell zu sehen? Die Frage, sind die Bilder aktuell zu sehen im Historischen Museum? Nein, ich glaube, es ist nur der Frühlingsreigen im Moment zu sehen. Alle 3 Bilder zusammen sind leider bis jetzt noch nicht wieder zu sehen gewesen. Ich bedauere das sehr. Es wäre schön, wenn das in absehbarer Zeit einmal wieder passieren könnte. Wissen Sie, was mit der Familie Ullmann während des Zweiten Weltkriegs passiert ist?
Ja. Die Frage war, was ist mit der Familie Ullmann während des Zweiten Weltkriegs passiert? Die Hedwig Ullmann, er war ja schon 1912 gestorben und die Witwe ist 1938 nach USA und Kanada ausgewandert. Die Familie hat also den Holocaust überlebt. Danke.